Das ist ein Vivi und Danny Making of Gardigan. Breaking Bad Tag 1. Du Drecksacke. Geh weg. Warum machst du das? Weil das der Regisseur mir gesagt hat. Ich mach alles auf Master. Ich frage das überhaupt nicht. So, und eine weitere Premiere bei Vivi und Danny. Das hätte man nie gedacht bei dem Regisseur Marc Schießer. Aber wir drehen heute vom Rick. Da wird's aufgebaut. Sonst immer vom Stativ Dolly. Heute tatsächlich vom Rick. Und Marc, stirbt gerade irgendwas in dir? Ja, das ist schon ein abartiges Gefühl, so eine Art eine Mischung aus Abscheu und Erbrechen, die durch meinen Körper steigt. Nein, ich gegen anderseitige Behauptungen von Danny Boy habe ich nichts gegen Kamera. Ich glaube, das heute mein. Kamera habe ich generell auch nichts. So was kann ich machen. Ja, so zu. Bei dem schönen Wetter können wir auch mal raus und müssen nicht die ganze Zeit in der Bude hocken. Mal gucken, wie es läuft. Thomas, was machst du? Nein. Heute mal Licht nein, anders, oder wie? Keine Kamera. Ich glaube, das Kamera. Wird sein. Ah, okay. Allüren. Ja, auch das gehört nämlich zum Filmmachen dazu. Wir müssen jetzt hier einen, wie du siehst, hier einen Parkplatz gerade frei halten. Weil wir nämlich keine Genehmigung haben, weil wir totale Guerilla-Rebellen-Filmmacher sind, machen wir alles immer illegal. Wir haben ein Zeitfenster von 15 Minuten, um diese Szene zu drehen. Auto die Vierter. Ich will mal nochmal. Oh Gott, das ist total stressig. Aber da kann ich mir zeigen. Warum Breaking Bad? Das liegt ja wohl auf der Hand. Wir haben Pia gesehen und gedacht, das ist Stress. Das ist einfach Jesse. Yo, Bitch! Sind einfach im Laufe der vielen Folgen mit Danny, die wir schon zusammen gedreht haben, aufgefallen, immer mehr Ähnlichkeiten zwischen Jesse Pinkman und Vivi. Also Pia Slomczyk privat, die Vivi-Darstellerin. Das ist die einfach. Und dachten, die muss diese Rolle auch mal spielen können. Und dann haben wir ihr dieses fesche Outfit gekauft und die ganze Folge da rumgebaut. Und das darum halte ich jetzt den Parkplatz frei und erzähle den Leuten, wir hätten uns. Was geht ab, Bitch? Cuerpo. Cuerpo. Genau. Cuerpo. Cuerpo. No, el demonio blanco. Está en mi cuerpo. Ja, ja, sehr gut, Alter. Ist richtig gut. Bitte. No, el demonio blanco. Está en mi cuerpo. Ja, ist gekauft. Danke aus. No! Bitch. Das sind Max Ohrstöpsel, glaube ich. Die habe ich von seinem Nachttisch genommen. Wie? Hab die desinfiziert, natürlich. Und stopf die mir jetzt in die Nase. So. Und jetzt lege ich diesen Schlauch. Hat sich auch irgendwas gelöst gerade. Sehr gut. Ja, Illusion ist nicht perfekt. Schlecht. Ja, perfekt. Und kurz schon aggressiv schnüffeln den Danny an. Die Unterseite von R2D2. Hier ist er. Wir haben die Unterseite von R2D2 gerade gefunden. Alles ist gut. Ich habe niemand in die Blechbüchse geguckt. The Red Capes are not coming. The Red Capes are coming. Dann können wir ja weiterdrehen. Frag mal den anderen, wer den neuen Batman wie Superman Trailer findet. Nein. Ja. Ich finde, dass es online auf YouTube ist. Quatsch. Jetzt sag doch mal. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Sag. Kein Kommentar. Sag.
Kein Kommentar. Ah, André! Bitch! Hast du dich irgendwie hier drauf vorbereitet? Meinst du, was hätte ich machen sollen? Ja, weiß nicht so. Weiß vorher irgendwie 3 Wochen nur Rollstuhl fahren und so. Wir sehen nicht gemacht. Nicht, ne? Ich hab ja keinen besorgt. Eigentlich habe ich intensiv 20 Jahre lang nur rumgesessen. Also ich zum Beispiel, ich habe eben, um mich auf die Rolle vorzubereiten, vorher ganz viel Crystal Meth gekocht. Jo, stark. Natürlich. Was passiert jetzt? Erzähl mir das mal. Was? Was? Ha? 1, 2, 3. Thomas, warum drehst du gerade Zigaretten? Wir stellen jetzt quasi Ausstattungsmaterial her, mit dem wir dann in Ermangelung einer Nebelmaschine Zigarettenqualm produzieren werden, um Nebel zu imitieren. Das Nebel-Experiment. Warum ist Nebel die Richtung? Das bringt einen Scheiß. Zeig jetzt schon. Kriegt eine Luft jetzt? Oh! Nee, macht so die Tür. 1, 2, 3! Damit ist die Pia für diesen Dreh auch durch! Nee, wir haben noch eine Einstellung und die Fotos. Tada! Tja, da habe ich euch mal kräftig den Wind aus den Segeln genommen. Oh, ihr habt umsonst geklatscht. Oh. Bitch. Yo, Biatches. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und checkt auch unsere alten Folgen. Bra! Schergen, wenn euch dieser Blick hinter die Kulissen gefallen hat, lasst uns unbedingt einen Daumen und vor allem einen Kommentar da. Wir freuen uns. Die nächste Folge ist in Arbeit und wird bald auf euch losgelassen. Bis dahin, bleibt gediegen und empfiehlt uns weiter. Bitch.